Tag, willkommen hier in Wien. Unter dem Dach der Wiener Stadthalle finden Sie das Riesenangebot der Bestmesse Wien. Berufsstudium und Weiterbildung, das wird hier bis inklusive Sonntagabend, bis genauer gesagt 17 Uhr geboten und zwar kostenlos. Schauen Sie sich um und informieren Sie sich, denn die Wege, die Sie schulisch, beruflich oder im Studium wählen können, die sind wirklich sehr, sehr vielfältig. Bei uns zu Gast haben wir jetzt Josef Leidenfrost. Sie sind der Hochschulombudsmann. Und wir behandeln jetzt das Thema Aufnahmeverfahren an Hochschulen eben aus der Sicht des Hochschulombudsmannes. Und lieber Josef Leidenfrost, bitte, was ist ein Hochschulombudsmann? Klingt aber ganz wichtig. Vielleicht ist es auch. Ja, ist es. Es gibt übrigens auch eine Hochschulombudsfrau. Wir haben auch Damen in unserem Team. Der Hochschulombudsmann auf nationaler Ebene für das ganze Land im Wissenschaftsministerium eingerichtet ist eine Stelle, an die man sich hinwenden kann, wenn man Anliegen hat, die verschiedenster Natur sein können, wo man vor Ort, allenfalls an der Institution, niemanden findet, der einem entsprechend helfen oder beraten kann. Und, weil es hier um Studienwerbung, Studienbewerber, Interessenten geht, wir sind auch nicht nur für Studierende, sondern auch für Studienwerber, Studieninteressenten, Studieninteressentinnen zuständig und ihre Anliegen. Also wir sitzen in einem Büro, von wo aus wir österreichweit mit virtuellen Mitteln großteils versuchen, Individualanliegen von Studierenden zu lösen. Studierende aus dem Großraum Wien können auch zu uns selber persönlich ins Büro kommen. Wir sind da, um bei Anliegen, Problemen, Missständen, Unzulänglichkeiten zu helfen. Wir reden jetzt aber nicht vom Liebeskummer, sondern von formalen Dingen, von wo man Fristen versäumt hat, wo man sich ungerecht beurteilt fühlt. Also in diesen anderen Angelegenheiten kann man zu Ihnen kommen. So ist es aber. Es ist natürlich schon so, dass auch Studierende in Lebenssituationen drinnen stecken und vielleicht eben in einer Partnerschaft sind, wo es vielleicht Probleme gibt, für die wir wirklich nicht zuständig sind oder helfen können, aber wo wir helfen können, dass man gewisse Faktoren offenlegt sozusagen, wo man eine Studienzeitverlängerung haben kann, wenn man berufliche Belastung hat, weil man berufstätig ist nebenbei oder wenn man ein Kind hat und das betreuen muss. Es gibt zum Teil Verlängerungsgründe bei Studienbeihilfenbezug. Da sind wir dann schon auch dazu da, in solchen Lebenssituationen zu helfen. Aber ansonsten ist es so, studienrechtliche Dinge und hier konkret bei diesem Thema Themen beim Zugang zu einem Studium an einer Universität, an einer Privatuniversität, an einer Fachhochschule oder an einer pädagogischen Hochschule. Genau, Sie sind also für sämtliche Hochschulen zuständig. Und wir stürzen uns jetzt auf diese Aufnahmeverfahren, die bei Fachhochschulen immer schon üblich waren, die bei Universitäten immer mehr werden. Immer mehr Studiengänge schreiben vor, zuerst registrieren, dann sogar Tests schaffen und dann noch ein Aufnahmeverfahren. Warum kommt das immer mehr und warum auch Universitäten? Wie kommt das? Wie Sie richtig gesagt haben, an Fachhochschulen ja schon seit eh und je, weil auch bestimmte beschränkte Zahlen Studienplätze pro Studienjahresbeginn nur zur Verfügung stehen. Es gibt sie allerdings auch an Privatuniversitäten, dort ist das durchaus auch kompetitiv, 12 an der Zahl. Fachhochschulen übrigens österreichweit 21 Träger mit über 400 Studienrichtungen zur Auswahl und eben 12 Privatuniversitäten und 21 öffentlich-rechtliche Universitäten. Und bei denen kommt immer mehr in bestimmten Disziplinen, wir werden darüber später vielleicht noch sprechen, in solche Systeme, in solche Zulassungsverfahrenssysteme hinein, weil die Ressourcen einfach beschränkt sind und die sogenannten Massenstudien eben nicht mehr alle Leute, die es studieren wollen, in dem Semester, in dem Studienjahr, wo sie anfangen wollen, wirklich auch versorgen können, betreuen können. Und deswegen in bestimmten Disziplinen seit geraumer Zeit gesetzlich auch abgedeckt sozusagen beschlossen, Zulassungsregelungen, Zulassungsbeschränkungen, nennen Sie es, wie Sie es wollen, aber Tatsache ein vorgelagertes Verfahren, wo man sich für ein bestimmtes Studium interessiert und bewirbt und dann entweder genommen wird oder nicht genommen wird. Wir kommen dann ja noch zu den Details, was das konkret bedeuten kann. Jetzt ist so, zum Teil laufen jetzt zum Beispiel schon die Fristen, um sich anzumelden, wenn man im Herbst studieren möchte. Ganz viele sind gerade mittendrin im Schuljahr und ja, studieren kommt dann irgendwann einmal und dass man vielleicht dann übersehen hat, eine Frist. Also das bedeutet, Aufnahmeverfahren ist gekoppelt mit Registrierungsverfahren, also wo man online das machen muss an der Universität, mit Fristen, die man einhalten muss, mit Prüfungsterminen. Und da hat man auch zu erscheinen. Da gibt es keine Ausrede.
Also wenn ich ins Publikum schaue, sehe ich relativ viele junge Gesichter, Damen und Herren, die wahrscheinlich wirklich gerade am Weg zur Studienwahl sind und sich für ein Studium allenfalls entscheiden, wo es Auswahlverfahren gibt. Völlig richtig, was Sie gesagt haben, dass das jetzt schon beginnt, teilweise vielleicht sogar schon im Laufen ist. Beim Medizinstudium, ganz konkret Humanmedizin, ist es jetzt seit 1. März bis 31. März, nämlich was? Die Bewerbung, die Online-Bewerbung über Internetportale, wo man eingibt, wer man ist, wo man wohnt, welche Matura, welchen mittleren Abschluss man wann erreichen wird. Man muss ihn noch nicht haben, geht ja auch noch gar nicht. Die Matura ist erst Mai, Juni. Aber wo man sich registrieren lassen muss, teilweise dann auch aufgefordert wird, Beiträge zu zahlen, finanziellen Beitrag zu leisten für das Aufnahmeverfahren. Was auch sehr wichtig ist, dass man das rechtzeitig einzahlt dann und nachweislich einzahlt. Und ja, diese Fristen sind derzeit im Laufen und sind über Internetportale wahrnehmbar und sollten wahrgenommen werden, weil wenn die Deadlines vorbei sind, wenn das Portal geschlossen wird, ist dann leider aus Konkurrenzgründen absolut nichts mehr möglich, dass man noch irgendwie sich dazuschwindeln kann quasi. Daher im Zweifelsfall, wenn es nicht vom System her ausgeschlossen ist, dass man sich durchaus auch an mehreren Institutionen vielleicht gleichzeitig bewirbt für unterschiedliche Fächer. Für Humanmedizin geht es nicht, weil da kann man ja nur bei einer Prüfung an einem Ort antreten, aber dass man im Zweifelsfall sich für mehrere Disziplinen an mehreren Standorten einmal vorregistriert. Können Sie unseren Damen und Herren, die heute hier sind, sagen, wie so ein Aufnahmeverfahren abläuft? Wissen Sie das? Ich habe mich noch nie beworben, weil ich schon so alt bin und wir auch aber damals schon große Vorlesungen hatten und es auch damals sowas wie Massenstudien schon gab. Es wird eben ein Portal, ein Subportal auf einer Webseite einer Universität, einer Fachhochschule, einer auch pädagogischen Hochschule, einer Privatuniversität zu einem bestimmten Zeitpunkt hochgeschaltet, ab dem man dann seine Daten eben eingeben kann, seine oder ihre Daten eingeben kann, um dann mal im System drin zu sein. Wie dann konkret die Rückmeldung erfolgt, was der nächste Schritt ist, kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich es noch nie selber gemacht habe. Ich hätte es vielleicht für diese Diskussion hier ausprobieren sollen. Aber Sie kriegen sicher eine Rückmeldung von der Institution und Sie sollten auf alle Fälle aufpassen, dass Sie das innerhalb der offenen Frist machen. Denn wenn es da heißt, ich habe vorher Humanmedizin erwähnt, 1. März bis 31. März, am 31. März, ich vermute um 24 Uhr, wird dann abgeschaltet und dann kommt man absolut nicht mehr rein und hat für dieses Jahr, wenn das das einzige Zugangsverfahren ist, Zulassungsverfahren ist, absolut keine Chance mehr und kann es nur mehr im nächsten Jahr wieder versuchen. Okay, also das heißt Bekanntgaben persönlicher Daten, aber es sind ja dann auch Tests zu machen. Also ja, bei manchen mag es vielleicht genügen, wenn sie sich nur registrieren, damit die ungefähr einen Eindruck bekommen, wie viele Studierende zu erwarten sind. Und es gibt auch Zahlen, die gedeckelt sind, wie viele sich bewerben können. Und es kann durchaus vorkommen, dass in einer bestimmten Disziplin sich weniger Leute melden und dann wird dieses Prüfungsverfahren, dieses Einstufungstestverfahren auch gar nicht durchgeführt. Um wieder zum Problem oder Thema, verzeihen, Humanmedizin zurückzukommen, dort findet der Test auf alle Fälle statt, denn dort gibt es weit mehr Interessentinnen und Interessenten, als es Plätze gibt. Und da wird mittlerweile österreichweit für den Standort Wien, Medizinische Universität Wien, Medizinische Universität Graz, Medizinische Universität Innsbruck und neu Medizinische Fakultät an der Universität Linz am selben Tag, den ich jetzt nicht genau weiß, Anfang Juli jedenfalls, österreichweit derselbe Test durchgeführt, einheitlich durchgeführt am selben Tag. Und daher kann man auch nur an einem Ort antreten und nicht dann vielleicht noch versuchen, auf irgendeinen anderen Ort auszuweichen. Wissen Sie, welche Studienrichtungen verpflichtend ein Aufnahmeverfahren vorschreiben? Ja, aber das habe ich nicht auswendig gelernt, das muss ich jetzt runterlesen. Medizin, ich habe schon gesagt, Humanmedizin, Veterinärmedizin, wobei Humanmedizin ist noch zu unterscheiden zwischen Humanmedizin und Zahnmedizin. Veterinärmedizin, Psychologie, Publizistik, Wirtschaftswissenschaften, Biologie-Ernährungswissenschaften, Pharmazie, Architektur, Informatik und Lehramt. Das müssen Sie sich jetzt nicht alles merken, sondern Sie können auf ein Internetportal gehen. Das sollten Sie sich merken, welches da lautet www.studienbeginn.at. Das genügt, wenn Sie sich das merken. Ich glaube nicht, dass die hier ausstellen, weil das ist was Virtuelles. Da gibt es eine Homepage, die sehr gut, auch peppig, jugendlich gemacht ist.
wo es eben um verpflichtende Online-Registrierung in bestimmten Studien geht, die man dort ansteuern kann. Und wie gesagt, das sind die Fächer, die ich Ihnen gerade in etwa vorgelesen habe, österreichweit. Okay, also das ist, gilt österreichweit. Und Sie sagen auch, also würde eine Universität eine gewisse Anzahl von Studienplätzen, jetzt, wir spielen durch Psychologie haben und es bewerben sich weniger, könnte es sein, dass die Universität gar kein Aufnahmeverfahren mehr macht, sondern sie nimmt mit Handkuss jeden Studierenden. Da haben Sie jetzt leider ein schlechtes Beispiel gebracht, weil gerade in Psychologie ist es genau umgekehrt. Aber es gibt Disziplinen an gewissen Standorten, wo entweder weniger oder weit weniger Studieninteressentinnen, Interessenten dann auch tatsächlich zum Test kommen. Und teilweise, das muss man sich ja auch anmelden dazu, zum Test wird man rückverständigt, wann der Test ist. Und wenn sich zu wenige anmelden, die Zahl der Plätze, die auch bekannt ist öffentlich, eine höhere ist, wird zumindest der Test nicht durchgeführt. Das Verfahren läuft weiter, aber der Test als solcher wird nicht durchgeführt. Ich sage Ihnen aber ein Gegenbeispiel, weil ich damals schon, also bei zwei solcher Prüfungen schon selber dabei war, nicht als Prüfling, welche beide nicht bestanden. Das eine war Humanmedizin und das andere war Pharmazie. Humanmedizin war in Innsbruck, sehr beeindruckend. Die Innsbrucker Messehalle, die Sie kennen, die war rappelzappelvoll, eben mit Tischen und, damit Sie auch ein bisschen ein Gespür bekommen für den Test selber dann, Tischen, wo, glaube ich, zwei verschiedene Farbgruppen waren. Also Tische mit zwei Personen, grün und rot, sage ich jetzt einmal, zwei verschiedene Fragengruppen und soweit das Auge gereicht hat, mehrere tausend Bewerberinnen und Bewerber, die dann diesen mehrstündigen Test, Multiple-Choice-Test notabene, dort geschrieben haben. Das eine Extrembeispiel und das andere Extrembeispiel in Pharmazie, Universität Wien, hier in Wien in der Messe, wo, glaube ich, 11 Sektoren hergerichtet waren, auch in einer großen Messehalle und, glaube ich, nur 7, wenn ich mich jetzt recht erinnere, also Sektoren, 100 Sitzplätze, glaube ich, von den 11 dann nur 7 bespielt waren, weil die anderen nicht zur Prüfung erschienen sind. Also da war die, stand im Vorhinein fest, dass genügend kommen werden, aber von den genügend sind dann eben 4 Sektoren nicht gekommen, für die an und sich für die Prüfung hergerichtet gewesen wäre. Ist es richtig, dass Universitäten für die Online-Registrierung 50 Euro verlangen, um sozusagen aufgenommen zu werden, also registriert zu werden für das Aufnahmeverfahren? Das ist teilweise richtig. Es gibt also Institutionen, ich glaube, Humanmedizin ist es jetzt flächendeckend, ich würde einen Humanmediziner brauchen offensichtlich, flächendeckend 1 oder 10 Euro pro Prozedur. Es war mal 90, ja, es stimmt, dass gewisse Institutionen Eigenkosten verlangen, einen Kostenanteil verlangen, was auch nirgendwo wirklich verboten ist. Die Bundes-ÖH und auch teilweise Standort-ÖHs prozessieren aber in diesem Zusammenhang. Aber bitte, wenn Sie sich derzeit für etwas bewerben, zahlen Sie, damit Sie im Verfahren drinnen sind. Die Beträge könnte ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich glaube, es ist auch nicht flächendeckend, dass alle was verlangen. Aber es gibt einen Eigenkostenanteil, wie das so schön heißt, seitens der Universitäten für die Aufnahmeverfahren mit der Begründung, ich muss so und so viele Tische herrichten, ich muss so und so viele tausende Kopien machen, ich muss so und so viele Aufsichtspersonen bereitstellen. Also die Universitäten haben ja auch, wenn wir jetzt bei den öffentlichen Universitäten bleiben, haben auch gewisse Kosten. Eines möchte ich noch quasi vorwegnehmen, kommt vielleicht aber eh noch als Frage. Bei Humanmedizin ist es nicht so, aber bei manchen Disziplinen ist es so, dass nach einem Einstufungstest, einem schriftlichen Einstufungstest, auch noch ein persönliches Auswahlgespräch, Motivationsgespräch kommen könnte, wo man dann quasi vorgeladen wird und dann mit Lehrkräften der Institution ein Gespräch führt in einem zweiten, in einer zweiten Stufe. Und manche andere Institutionen verwenden sogenannte Self-Assessments, also drei Sachen gibt es, was geschrieben ist, ein Self-Assessment und Auswahlinterviews, Motivationsgespräche. So dreistufige Aufnahmeverfahren gibt es ja vor allem an den Fachhochschulen. Die habe ich am ehesten gemeint. Also wie gesagt, Humanmedizin nicht. Ich glaube auch nicht bei Psychologie an Unis, aber an Fachhochschulen sehr wohl. Zuerst Online-Registrierung und das generelle Verfahren sozusagen und dann in einem Schritt 2 ein persönliches Auswahlgespräch. Eine kleine Horrormeldung für die, die sich vielleicht für Sozialarbeit interessieren. Ich weiß auch jetzt nicht, ob Fachhochschulinteressentinnen, Interessenten oder Vertreterinnen, Vertreter von Fachhochschulen hier sind, aber die Aufnahmerelation zwischen denen, die sich beworben haben und Studierende werden wollen und die dann aufgenommen werden können, liegen teilweise in ganz argen
Missverhältnis. Ich kann Ihnen nur die österreichweite Zahl sagen. Ich weiß aber, dass es bei Sozialarbeit besonders krass ist, das Missverhältnis, weil so wenige Plätze nur zur Verfügung stehen. Aber stellen Sie sich vor, pro Jahr bewerben sich in etwa 50.000 junge Menschen um Studienplätze im FH-System und nur 20.000, ungefähr in der Größenordnung, nur 20.000 können einen bekommen. Das ist ungefähr die Relation zwischen Interessenten und tatsächlich Genommenen. Fallen in diese Zahl auch jene, die Physiotherapie, die Ergotherapie, die Logopädie machen möchten oder auch, ich glaube sogar für Hebamme gibt es Aufnahmeverfahren? Für Hebamme? Soviel ich weiß, also gerade bei den ressourcenintensiven in der Lehre Fächern ist es so, dass es die Aufnahmeverfahren sowieso gibt, die zweite Stufe gibt und es nur vergleichsweise wenig Plätze in Relation zu den Zahlen derer, die sich dafür interessieren, gibt. Definitiv. Jetzt ist es so, Fachhochschulen, also man durchläuft ein dreistufiges Aufnahmeverfahren, am Ende ist dann dieses Aufnahmegespräch. Ist die Entscheidung letztlich eine individuelle, wer genommen wird? Denn jetzt, wenn man selber das Gefühl hat, ich war super im Test, ich habe eigentlich die Prüfungen, ich habe alles gewusst und dann scheitere ich am Gespräch. Also kann man gegen sowas Einspruch erheben? Ich komme gerade von einer Klausur, wo wir das besprochen haben mit Vertretern der Fachhochschulen und der Unis. Und derzeit, wenn das Verfahren vorbei ist und man nicht drinnen ist, kann man es nicht beeinspruchen. Was geplant ist als Gesetzesnovelle, dass man mehr Rechte bekommt in Bezug auf, was ist quasi nicht schiefgegangen, aber was waren die Kriterien, die dann zu meiner Auswahl, eher Nicht-Auswahl in dem Fall natürlich, geführt haben. Da gibt es derzeit Überlegungen, so etwas allenfalls gesetzlich in der Zukunft zu regeln, damit es transparenter wird, warum jemand genommen wurde oder warum er nicht genommen wurde, damit er sich allenfalls für eine spätere Bewerbungsrunde einfach besser vorbereiten kann. Einen wichtigen Satz darf ich uns noch sagen, weil wir über das Thema noch nicht gesprochen haben. Sie können davon ausgehen, dass die Disziplinen, die wir jetzt schon besprochen haben für die Unis, aber auch an den Fachhochschulen und auch an den Privatunis und auch an den pädagogischen Hochschulen, dass diese Verfahren im Kalenderjahr nur ein einziges Mal angeboten werden für ein ganzes Studienjahr. Also es ist nicht so, dass man sowas allenfalls zu Beginn des Sommersemesters auch machen könnte. Das ist ganz wichtig. Diese Verfahren gibt es jeweils nur irgendwann zwischen März und Juli, Anmeldung, Test, über den Sommer dann die Auswahl, die Bekanntgabe der Auswahlergebnisse und der Beginn dann jeweils zum Beginn des Wintersemesters. Ein schiefsemestriges Einsteigen bei diesen zugangsgeregelten Fächern ist nicht möglich. Und das, was Sie angesprochen haben, was angedacht wird, ist sowas wie ein Feedback. Also wo müsste der angehende Studierende noch besser werden? Völlig richtig. Mhm. Das wäre die Intention dahinter. Bedenken Sie aber Folgendes, dass es natürlich nicht lückenlos dokumentierbar ist für jeden Studierenden, für jeden Studienwerber, für jede Studienwerberin, obwohl es sein sollte. Aber bedenken Sie bei Sozialarbeit. Ich habe jetzt keine konkreten Zahlen für eine bestimmte Institution, aber wenn Sie die 50.000 zu 20.000 in Relation herunterbrechen auf eine Studienrichtung, haben Sie das mehr als doppelte an Interessenten, die nicht genommen werden können, wo Sie das allenfalls nachträglich dokumentieren müssen, wenn die Fragen haben. Es ist derzeit angedacht, aber es ist eine Ressourcenproblematik, dass man das dann gegenüber den Studienwerbern und Studienwerberinnen auch lückenlos dokumentieren könnte. Weil die das wollen, wissen wollen teilweise, wo war ich schlecht, wo muss ich mich verbessern. Und es gibt durchaus Leute, die dann das nächste Jahr irgendwas anderes, in der Zwischenzeit irgendwas anderes gemacht haben und nächstes Jahr noch einmal zu so einem Test hingehen und es dann vielleicht bestehen. Josef Leidenfrost, jetzt sind Sie als Hochschulombudsmann die österreichweite Anlaufstelle und Person, die helfen kann, wenn also zum Beispiel eben unser Thema beim Aufnahmeverfahren irgendetwas schief läuft. Aus Ihrer Arbeit. Was sind denn so die häufigsten Dinge, die Ihnen da unterkommen? Ganz in der Anfangsphase, was jetzt kein Problem mehr ist, dass man noch keine Matura hatte. Dass man draufgekommen, na, die kann man ja noch nicht haben während des Bewerbungsverfahrens. Wurde rausgenommen. Wurde nur umgestellt auf, wann wird die Matura sein in etwa. Wenn es zusätzliche Auflagen gibt, wenn man irgendwelche Fächer in der Mittelschule nicht gehabt hat, dass man die auch noch nachbringt. Das ist ja schon lange her und schon lange behoben. Aber Sie werden es nicht glauben, so eine einfache Sache, wie dass man sich entweder zu früh versucht hat einzuklinken oder zu spät und man es gar nicht mitbekommen hat, weil das Portal noch nicht oder nicht mehr hochgeschaltet war. Also Frist
Versäumnisse sozusagen, wo wir allerdings leider auch nichts machen können. Denn wenn einmal das Portal geschlossen ist, weil man sagt, bis heute 24 Uhr hätten sich alle oder hatten alle Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit, sich zu melden, können auch wirklich wieder das Portal hochschalten. Also sehr aufpassen beim Fristenlauf und ganz wichtig, dass man irgendwie für sich selber dokumentiert in Form von Screenshots, was man quasi eingereicht hat, was man angegeben hat. Nicht alle Systeme melden einem zurück, okay, du hast jetzt das und das gemacht, hier ist deine Bestätigung. Also allenfalls in Form von Screenshots sich selbst absichern, das und das habe ich an dem Tag gemacht. Bitte, wo ist jetzt das Resultat oder warum bin ich nicht auf der Liste? Okay, also Sie sagen Fristen und damit man selber sozusagen safe ist, Screenshots machen von den Eingaben, die man gemacht hat. Nicht, dass es dann heißt, es ist nie angekommen oder sonst irgendwie. Hat man eigentlich auch, ich weiß nicht, das Recht, sage ich jetzt einmal, wenn Aufnahmeverfahren sind, von einem Raum her, es ist vielleicht gegen Sommer hin, dass es zu heiß ist, zu kalt ist, windig ist, zu laut, und für so manchen kann das sehr störend sein. Also darf man da auf ein gewisses Arbeitsumfeld oder Prüfungsumfeld pochen? Das ist eine sehr berechtigte und sehr gute Frage, weil es unter Umständen im wahrsten Sinne des Wortes atmosphärische Dinge sein können, die sowas beeinträchtigen. Lassen Sie mich die beiden Beispiele kurz Revue passieren sozusagen. Also in der Halle, der Innsbrucker Messehalle, war Normaltemperatur, kein Sonneneinfall, dass die alle wie die Wahnsinn geschwitzt hätten. Es war so Anfang Juli, das weiß ich noch genau, und es war nicht wirklich ein Hochsommertag, aber das war okay soweit. Und auch beim Pharmazieverfahren an der Uni Wien in der Messehalle Wien waren die Konditionen normal sozusagen. Übrigens auch, damit Sie sich das vorstellen können, wenn Sie in so ein Verfahren hineingehen, da wird man teilweise, also bei Humanmedizin habe ich selber gesehen, muss man sogar durch so eine elektronische Schleuse durchgehen, dass man ja nicht irgendwelche illegalen Dinge mit hat. Man darf auch nur was zum Schreiben und einen Radierer und ein Getränk und eine Banane mitnehmen, aber kein Handy und kein Rechner und kein was weiß ich was. Aber ganz wichtig aus, man muss einen Personalausweis mit haben, man muss nachweisen, dass Mann oder Frau Mann selber ist oder Frau selber ist. Ganz wichtig übrigens. Es gibt keine Normen, keine gesetzlichen Vorgaben, was und was nicht. Wir haben aber auch nie wirklich Probleme gehabt, die an uns herangetragen worden wären, dass das bei einer Prüfung nicht funktioniert hätte, bei einem Aufnahmetest nicht funktioniert hätte. Aber damit Sie ein bisschen auch ein Gefühl bekommen für das, was wir im Alltag sozusagen tun als Ombudsstelle, wir hatten sehr wohl Beschwerden über Prüfungen, wenn man dann im Studium drinnen ist, in einem Hörsaal, wo das Licht ausgefallen ist, wo Baulärm zu vernehmen war im Hintergrund. Einen Fall hatten wir, da gab es einen Banküberfall während der Prüfung, nicht im Hörsaal, aber am Unigelände, wo dann diese Gründe von Studierenden, das geht, das nennt sich schwerer Mangel, wo ein schwerer Mangel bei der Durchführung einer Prüfung dazu geführt hat, dass diese Prüfung dann aufgehoben worden ist, weil sich Studenten beschwert haben, weil es eindeutig war. Weil wenn man im Hörsaal nichts mehr sieht, weil man sich nicht mehr konzentrieren kann, weil Baulärm ist oder die Polizei draußen sich eine Schießerei mit den Bankräubern liefert, so schlimm war es nicht, aber Folgetonhorn war schon zu hören, dann gibt es schon eine Einspruchsmöglichkeit bei Prüfungen im System. Aber bei Einstufungstests vor dem Studium haben wir sowas eigentlich noch nicht gehabt, Beschwerden darüber oder Anliegen, und es ist aber auch nicht geregelt. Unser Publikum wird womöglich ab Herbst an Hochschulen, Fachhochschulen oder an Universitäten Studenten dann sein und Studentinnen. Das heißt, in all diesen Fragen zum Thema Aufnahmeverfahren, aber auch sonst zu Beurteilungen, zu egal, alles was im Zusammenhang mit einem Studium steht, da kann man sich an Sie wenden. Heißt das persönlich anschreiben oder gibt es da eine allgemeine Hotline, 24-Stunden-Hotline? Also ich hoffe, dass wir nie miteinander zu tun haben werden, dass Sie keine Probleme haben, Anliegen haben, aber wenn Sie sie haben, stehen wir zur Verfügung. Es gibt an einigen wenigen Institutionen, gibt sowas schon vor Ort, Ombudsstellen, an der Technischen Universität Graz, an der Fachhochschule der Wirtschaftskammer Wien, an der Privatuniversität Anton Bruckner in Linz und an der Universität Innsbruck, dort interessanterweise an der Fakultät für Bildungswissenschaften, also sogar ganz speziell an einer Fakultät. Aber ja, um mir die Frage zu beantworten, es ist so, Sie können sich österreichweit vorzugsweise natürlich per Mail oder per Telefon an uns wenden, an eine Hotline zwischen 9 und 16 Uhr jeden Tag, auch freitags.
Wir sind hier vertreten am Stand A21. Wir sind auch im Ausstellerverzeichnis drinnen. Und wir würden dann, wenn wir ein Anliegen von Ihnen bekommen haben, das überprüfen mit Ihrer Zustimmung, weil wir teilweise mit personenbezogenen Daten an die Institution zurückgehen müssen. Zuerst würden wir Ihre Einstimmungserklärung dazu einholen. Und wenn Sie die nicht geben, unternehmen wir auch nichts. Wenn sich zum Beispiel jemand aufregt, dass er, obwohl er nach einem Monat ein Zeugnis haben müsste, nach 4 Monaten, den schlimmsten Fall, den wir hatten, war 2 Jahre, nach 2 Jahren noch kein Zeugnis hat, ist man ein bisschen zurückhaltend, wenn man sich dann bei uns beschwert und sagt, Herrst, ich habe seit 2 Jahren schon kein Zeugnis, was ist los? Weil dann kriegt er vielleicht einen Fleck, wenn der nach 2 Jahren sich beschwert, das ist noch nicht vorgekommen. Aber wenn keine Zustimmungserklärung ist, gehen wir dem Fall auch dann nicht näher nach. Aber wir machen dann von unserem Büro aus die Recherche und treten mit den Personen in Kontakt, die vor Ort dafür eben verantwortlich sind und versuchen, eine Lösung zu finden. Ein wichtiger Hinweis, denn eben für Studierende gibt es wirklich gute Anlaufstellen. Wir hatten auch hier schon im Vortragssaal C die Beratungsstelle, die psychologische Beratungsstelle für Studierende, auch eine wichtige Anlaufstelle, oder auch natürlich auch die ÖH, die auch auf ihre Studierenden schaut. Vielen Dank, Josef Leidenfrost, Hochschulombudsmann für ganz Österreich. Ein wichtiger Mann. Dankeschön fürs Kommen hierher auf die Bestmesse in Wien. Wir haben den 2. Messetag. Und wenn Sie möchten und hier bleiben bei uns, dann schauen wir uns an, Schwerpunktthema, denn dieses Jahr auf der Bestmesse in Wien ist, sind die Masterstudien. Und da werden wir gleich zu Gast haben Gudrun Schindler. Sie ist Diplom-Ingenieur von der BOKU. Und zwar, sie wird uns sagen, ob Absolventen von der BOKU eigentlich den Master brauchen oder nicht. Wir werden es gleich erfahren und Sie zu Hause auch, wenn Sie möchten. Dankeschön fürs Dabeisein.